Hallo, ich bin wieder da. Okay. Letztens haben wir, hör für die Stimme, habe ich diesen was auch immer besiegt, diesen Void, der auf allen Vieren gekrabbelt ist. Ich habe Spiegelei geschlagen. Ich habe das Wappen hochgehalten. Ich bin geflogen. Ich habe, glaube ich, das nächste Level erreicht. Ich habe das Lagerfeuer aktiviert, danach bin ich wieder hierher gekommen. Genau. Folgendes. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich habe mir auch eine kleine Liste gemacht zu den Attributen, die ich haben werde. Oder brauche, um, naja, bestimmte Sachen nutzen zu können, sage ich mal. Ich möchte nicht vorweg spoilern, das seht ihr dann. In, keine Ahnung, 30 Folgen. Je nachdem, wie gut es weiterlaufen wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor. Hallo. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, aufzusteigen. Und zwar. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. M'lady. Ja, und zwar habe ich vor, die Vitalität auf Empfehlung von der dem Typen auf 20 zu bringen. Und ich habe keine Seelen mehr. Okay, Moment. 20 muss warten. Dann, ich glaube, die Bele oder? Oh. Moment, 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 Moment. Zurück. Finsternis betatschen, aber Licht empfangen, okay. Ja, mach schnell. Ja. Möge das ewige Feuer mich leiten und so. Bla bla bla. Herr der Ringe, Herr der Ringe, sage ich. The Witcher. Inventar. Die. Oh. Seele von Wort sollte ich auch irgendwie einlösen. Aber das mache ich später, wenn Plemo in der Gegend ist. Das Lustre Ritterschwert. Das braucht 18 Geschicklichkeit, war das, glaube ich, oder? Nein, oder? Auf jeden Fall 18 Hände. Das Schild braucht 18 Stärke, so war das, genau. Ich habe vor, also die zwei Dinger mir zu genehmigen. Allerdings hoffe ich, dass ich dann nicht über 70% der Belastung komme. Okay, also. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Spricht sie altmittelalterlich Englisch? Keine Ahnung. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. M'lady. So, also. Ja, genau. Geschicklichkeit waren die Hände. Also. 18 Stärke. 18 Gesch. Damit! Ich habe nicht genug Seelen. Uiuiui, das wird ja lange dauern. Okay, dann sollte ich vielleicht entweder das Schwert oder den Schild auswählen. Und dann aber hier, Vitalität leveln. Moment. Gleich. Jetzt gleich, ja. Mensch. Ja, komm. Mann. Frau. Ja, die Flammen euch leiten. So. Inventar. Okay, das braucht. Ach, da rechts steht es ja nochmal. Geschicklichkeit 14. Ich glaube, Geschicklichkeit war doch die Ausdauer, oder? Wenn ich mich nicht irre. Dann, was war nochmal die Ausdauer? Ich müsste mal in ein paar der vorigen Aufnahmen schauen.
Oder war das die Kondition? Ich glaube, wegen den Beinen würde Kondition in der Sinn machen, aber das mache ich später. Das brauche ich jetzt noch nicht. Geschicklichkeit oder Stärke machen. Das hier braucht 18 Stärke. Toll, ich habe 14 Stärke und 14 Geschicklichkeit. Das muss ich einfach eins von beiden auswählen. Das nehme ich. Schwert, also das Schild, glaube ich, den ich jetzt habe, der geht ja noch. Den könnte ich noch weiter nutzen, aber ich nehme, glaube ich, schon mal das Schwert erstmal, weil also auf jeden Fall, man hat mir das Schwert empfohlen, das Schwert nehme ich jetzt, weil am Anfang konnte ich es nicht effektiv nutzen, da war ich wie mit einem, keine Ahnung, Pappschwert, keine Ahnung. Auf jeden Fall, okay, das Rekruterschwert jetzt, dann Vitalität, so gut es geht, 20, also 18 Geschicklichkeit, genau, und dann hier 18 Stärke. Gut, ja, mach bitte schnell. Willkommen, ja, sprecht euer Begehren, ja. Aufsteigen. Ja. Da habt ihr schon den herrenlosen Seelen. Ich will dich nicht verschlingen, ich will stärker werden. So, das war Geschicklichkeit. Dann auch 18, genau. Und jetzt Vitalität. Auf 16, Verdammt, das wird ja immer teurer und teurer. Na gut, ich glaube Geschicklichkeit 18 und Vitalität 16 ist in Ordnung. Dann mache ich mal bestätigen, dann habe ich nur noch 563 Seelen. Okay, bestätige mal. Den für Stufenaufstieg, Aufstieg ausgeben. Ja. Oh. So. Wie viele Stufen bin ich jetzt aufgestiegen? Hier? Ach komm, ich spreche mal. Ach, in Fachter seid ihr ein Gefäß für Seelen. Deine Seelen werden eure Stärke sein. Ich zeige es euch. Fuso da. Ashna bringt mir Seelen ihres Gefäßes in Prism. Ghostbusters. Ashna? Ja, okay. Mögen die Flammen. Ja, komm, heilige Feuer. Schön, ja. Halt, Moment. Hier, Stufe 23 bin ich jetzt. Das heißt, ich bin 6 Level aufgestiegen. Ich war 17, ne? 1, 2, 3, jo. Yay, Stufe 23. Yay, yippie. So, was ich mich hier noch umschauen wollte. Guten Tag, was hattest du nochmal? Das Burgaschen? Ja. Kann ich euch zu Diensten sein? Weniger reden, mehr geben. Gegenstände kaufen, ja, mal gucken. Was hattest du nochmal? Okay. Ah, der Dolch, den wollte ich auch noch haben, den nehme ich später. Heilungshilfe. DP, äußerst kritisch, wieder herrlich. Verbraucht das? FP von 27. Das lasse ich mal. Oh, das könnt ihr sogar benutzen. Oh. Ach nee, dafür brauche ich aber einen Katalyst. Darüber habe ich mich auch informiert. Jeder Schild? Nein. Nein. Oh. Der hat nicht das Ding, was ich brauche. Auf jeden Fall, der hatte, glaube ich, ein Schild, ein super Parierschild, den ich haben wollte. Aber okay, später dann. Keine Ahnung, wie viel. Aber der Dolch ist gut, den möchte ich. Aber nicht jetzt. So, kann ich zurück? So, okay. Nein, na, ja, genau. Verlassen. Bringt mir doch wieder einige Seelen. Naja. Du da. Da ich zurzeit TP ja nicht
So, Antrieb, glaube ich. Oder Arthur, keine Ahnung. Durchschmieden. Eine Flasche, bitte. Und zwar ist das Flakon zu weit, glaube ich. Was ist das hier? Zwar, genau. Habe ich auch erfahren. Tatsächlich selbstständig. Ich kann diesen Ascheflakon in einen Essoflakon umwandeln. Ich meine, DTP brauche ich, verwende ich sowieso gerade nicht. Daher, ja. Yippie. So. Waffe verstärken, Waffe durchwirken? Nee. Ausrüstung reparieren? Muss ich was reparieren? Nein? Oh, sehr gut. Gib gut auf euch. Ach ja, dass mein Schweiß nicht umsonst gewesen ist. Als ob ich sterben kann. hier wollte ich mich auch noch mal umschauen. Genau. Ach! Guck mal, wer hier sitzt. Grimrad oder Greirad. Glaube ich, hieß er. Angeblich der beste Freund, den ich jemals haben werde. Okay. Bei dir kurz sieht man dich wieder. Ja, hallo. Ich werde wohlbehalten, dann bin ich wohl an der Reihe. Oh, ganz gleich, was ich benötige, lasst es mich wissen. Solange ihr nicht danach fragt, woher die Ware stammt. Ja, Greirad hieß er. Er war Dieb, glaube ich, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das diese Art von bester Freund ist, die Plemo mal meinte, aber ich habe meinen Teil eigentlich noch nicht erfüllt. Ich habe immer noch den Ring bei mir als Kurier. Okay, Gegenstand kaufen, was hast du? Oh, du denn? Oh. Werkzeuge, was hast du für Werkzeuge? Da, oh. Bei dem kosten die Glut nur 2000 Seelen. Oh, okay. Ach, Wurfmesser, davon habe ich am meisten. Hinten werfen, explodiert mit Feuerschaden. Ah, okay. Da haben wir hier Gegenstände, Zauber. Doch, hat er keine Waffen. Was hat er hier eigentlich? Banditenmesser. Oh. Langschwert, Wasserschwert, Streitkolben. Oh, okay. Speer. Ja. Echte Armbrust, habe ich Faustschild. Ja. Brauche ich nicht. Will ich auch nicht. Nee. Was gibt's denn noch? Ah. Helm und okay. Das ist die Lederrüstung? Besser als meine? Kann ich. Anzeigen? Nein. Eine Rüstung aus dickem Leder. Ein sehr häufig verwendetes Ausrüstungsteil, das für passablen Schutzstoff. Ja, okay, aber. Wo kann ich. Wie kann ich hoch. Nein. Vergleichen. Ja, keine Ahnung. Was ist hier? Leder? Okay, Lederstufen, Lederstiefel. Ach, ne, Leder. Okay, Liebesmaske. Okay, was bringt die mir? Info. Eine Maske für jene, die etwas zu verbergen haben. Sie verdeckt das Gesicht, dämpft die Stimme und hilft sich in der Dunkelheit. Also nix. Okay. Rein. Ah, nein, ach, danke. Einfach rein aus Dekorationsgründen. Okay, gewöhnlicher Pfeil, Brandpfeil. Ach, da ist der Brandpfeil. Plemo hat mir mal erzählt, dass er nicht weiß, woher, glaube ich, die NPCs, also die Feinde hier, die feindlichen Armbrustschützen, woher die Brandpfeile haben. Ich glaube, Kaira verkauft die, oder? Oder sind das andere? Keine Ahnung. Ah, okay. Ja, okay. Der hat einfach, so wie ich jetzt, ja, gehabt, euch wohl gibt. Ja, schön, ja. Verkaufst mir Dinge, die du glaubst, okay. Dieser Ort bildet mich an. Wird sein Dieb sein, wenn es nicht. Du könntest den Hammer vom Schmied klauen und ihn wieder verkaufen, keine Ahnung. Okay. Scheinbar habe ich richtig verstanden, dass der hier seinen kleinen Bazar hat. Okay. Naja, okay. Ob es so gut wird, dass ich ihn befreit habe, wird sich noch zeigen. Aber scheinbar verkauft er random Gegenstände. So.
15 Minuten schon und ich laufe hier herum und labere. Ach ja, das Schwert. Moment. Ja, das kann ich jetzt auswählen. Aber das musste ich hier, glaube ich, auswählen, ne? Langschwert ersetze ich mal durch. Oh, ich habe einen Dolch. Oh, habe ich ja vergessen. Schwert des Dortrichters. Geil. So. Ja, das längste gerade Schwert, glaube ich, was ich gehört habe, was es im Spiele gibt. Oh, ah, Wassereffekte. Oh, ah, ah. Wie oft kann ich damit eigentlich schlagen? Moment. 1, 2, 3, 4, auch 5. Ah, okay. Ich glaube, Waffen eines Types verbrauchen gleich viel Ausdauer. Hier gibt es sonst nichts weiter, glaube ich. Allerdings draußen, genau. Draußen gab es was. Gibt es hier eigentlich eine Mission für mich? Mein grausamer Scherz. Da legen die Aschefürsten so durch und sind hier im richtigen Grund. Ja, ja, okay. Mara Legenden, die das Feuer beeinflussen, kaum wert ihre Stiefel zu kosten. Libri, ey. Wie heißt du eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Gustav? Ach. Was warst du nochmal? Mein Runenfachter also. Ich bin fürstendicht auf den Fersen? Was sind diese roten Augen für euch? Wait, what? Du brauchst eine rote Augapfel. Hä? Dann sind diese roten Augen für euch. Hä? Nutzt sie, um euch von der Blut zu nähren und kurzzeitig eure Stärke zu erhöhen. Für eure Pflicht. Und so sonst die unentfachte Asche nutzen. Oh! Hä? Was hat sich wieder gegeben? Du brauchst einen roten Augapfel. Invasion einer anderen Welt. Was? Nein. Du bist also der, der hier für die Invasion in Schuld ist, du. Dreckigen. Böser. Böser Junge. Pfui, pfui. Alles klar. Oh. Hä? Wer sitzt denn da? Hä? Wer bist du denn? Ein unentfachter Suchtfürst? Kenn ich dich? Ich bin Mutlet aus Kurland. Hätte mich bestürzt. Ich habe das Feuer vor langer Zeit gebunden und wurde zum Aschefürst. Hm. Ja, wenn ihr ein Zeugnis sucht, wendet euren Blick auf meinen verkohlten Leichnam. Der geschundene Körper, tretet nun näher und seht selbst. Ist dieser Thron nicht ein bisschen zu groß für dich? Welche? Ist eben unsere Aufgabe? Ja, 5 Throne für 5 Fürsten, der Zunder für das Binden des Feuers. Die bald verklimmende Flamme muss gebunden werden, um diese Welt zu retten. Ein Wiederholen der ersten Bindung des Feuers. Es gibt eine Erfindung, die heißt Fackel. So wurde denn ich ein Aschefürst. Ach ja, ich muss noch eine Fackel kaufen, wurde mir. Ich mag unbedeutend sein, aber werde als Riese sterben. Okay. Mir wurde nahegelegt, sich eine Fackel zu besorgen. Und dann bleibt nicht zu lange fort. Ja, okay. Hallo.
Komme ich hier wieder runter? So, na gut. Eine Fackel. Wer? Die Dame. War das die Dame, die eine Fackel verkauft? Oh, nein, seid zurück, als ein Mann. Mach schnell nach. Brauche meine Entschuldigung. Kann ich euch zu Diensten sein? Ich der kaufen. Eine Fackel. Hier, eine Fackel. Ja, 300. Ja, das passt doch. Genau. Ja. Sehr gut. Habe ich. Naja. Wenig Seelen, aber. Ja. Ach, dann bringen wir doch wieder einige Seelen. Ja, okay. So. Die Fackel. Muss ich die hier auswählen? Jawohl. Ah. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Was kann die Fackel eigentlich? Keins. Ah, nix. Konnte ich die mit zwei Händen tragen? Oh nein, das war das Schild. Ah, so. Bam, 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 bam. In fort mit euch. Konnte ich die Fackel. Warte mal. Rück. Ja, ja. Konnte ich die nicht. Kann ich die mit einem. Oh, kann ich. Oh, ich kann die sogar halten mit 13 Krieg, okay. Okay, je nach Situation glaube ich, werde ich entweder die Fackel oder den Schild nehmen. Okay, aber erstmal setze ich die Fackel, glaube ich. Ach, die lasse ich einfach da. Oh, Gewichtsverhältnis 68,9%. Ui, das wird langsam knapp. Ah, das Schwert wiegt auch ein bisschen. Ah, okay. Ja, ich bin wach. Ja. 23 Minuten schon. Ja, tut mir leid, diese Folge war eher. War mal anders, aber musste halt sein. Ne? Ich habe eine Fackel gekauft, bin aufgelevelt, habe mich nochmal umgeschaut. Der Typ hat mir. Da oben, da hat mir Augen gegeben. Da macht keinen guten Eindruck auf mich. Der kleine König auf dem großen Thron. Ja, dazu fällt mir nichts ein. Der ist einfach plötzlich da und ich habe ihn einfach vergessen. Auf jeden Fall. Moment. Bis zum nächsten Mal.